Herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Ich bin schon häufig gebeten worden, doch mal etwas zum Thema Narzissmus zu sagen. Und diese Anregung möchte ich jetzt gerne aufgreifen. Zunächst mal, der Begriff Narzissmus kommt ja, wie Sie sicher wissen, aus der griechischen Mythologie. Narziss war ein schöner junger Mann und viele verliebten sich in ihn, aber er verschmähte sie alle. Und die erzürnten Götter straften ihn deshalb mit unstillbarer Selbstliebe. Er sah sein Bild im Wasser und verliebte sich hoffnungslos in sich selbst. Ja, das ist so der mythologische Hintergrund. Und wenn wir heute umgangssprachlich sagen, jemand sei ein Narzisst oder eine Narzisstin, dann meinen wir, jemand ist einfach selbstverliebt und sieht sich allein als den Nabel der Welt. Aber ganz generell ist Narzissmus besser als sein Ruf. Nämlich ein gesunder Narzissmus ist eine ganz natürliche Kraft. Der österreichische Psychoanalytiker Heinz Kohut ist ein ausgewiesener Experte in puncto Narzissmus und er sagt, Narzissmus ist ein wichtiges Element der Persönlichkeit. Er dient zur Stabilisierung unseres Selbst. Und ohne ein normales Maß an Narzissmus kämen wir nicht weit im Leben. Also es geht hier erst um den gesunden Narzissmus. Ein gesunder Narzissmus bedeutet nämlich Selbstbewusstsein. Ohne ein gesundes Maß an Narzissmus würde ich jetzt hier nicht vor der Kamera stehen. Gesunder Narzissmus bedeutet, Sie haben keine Angst, sich zu zeigen. Und es bedeutet auch, Sie bewerten sich zuallererst einmal selbst, messen sich an Ihren eigenen Werten, statt sich nur von anderen bewerten zu lassen. Und sie besitzen dann sicher auch ein gutes Maß an Ehrgeiz. Sie möchten was erreichen, auch für einen guten Zweck. Vielleicht aus diesem Grund besitzen Führungspersönlichkeiten oft eine Portion guten Narzissmus. Jedenfalls hoffentlich guten Narzissmus. Doch der Übergang zum schädlichen Narzissmus ist fließend. Hier macht die Dosis das Gift. Wir unterscheiden also den guten Narzissmus vom schädlichen Narzissmus. Wenn Narzissmus Überhand nimmt, dann wird er zur Persönlichkeitsstörung. In der internationalen Klassifikation von Krankheiten, diese Tabelle wird kurz ICD genannt, da wird Narzissmus als Krankheit aufgeführt. Wohlgemerkt, es geht jetzt um den schädlichen Narzissmus. Es ist eine seelische Krankheit mit verheerenden Folgen für die Person selber, aber vor allen Dingen auch für ihre Umgebung. Und hinter dem selbstherrlichen Auftreten eines Narzissten oder einer Narzisstin steckt ein äußerst schwaches Selbstwertgefühl. Narzissten verschleiern ihre Selbstzweifel und ihre Angst vor Versagen durch Großartigkeit. Die Ursachen, wie also Narzissmus entsteht, sind nicht so ganz eindeutig belegt. Man vermutet sie aber generell in der Kindheit. Und da sind es vor allen Dingen zwei Erziehungsstile, die den Narzissmus, den späteren Narzissmus begründen können. Der erste Erziehungsstil ist Vernachlässigung. Das Kind erlebt in jungen Jahren Beschämung, Verachtung, es fühlt sich ohnmächtig. Und dadurch entsteht dann später so eine innere Brüchigkeit. Und die zweite Art der Erziehung, die dazu führen kann, ist Verwöhnung. Wenn einem Kind keine Grenzen gesetzt werden, wenn es für alles gelobt wird, was immer es tut, also leichte Kritzeleien und schon denkt man, das ist ein kleiner Picasso, dann kann dieses Kind kein realistisches Selbstbild entwickeln. Und auch dadurch kann eben Narzissmus entstehen. Allgemein kann man wohl sagen, Narzissmus, also die Ursachen, liegen in einer ungünstigen Interaktion mit den Bezugspersonen eben in frühen, jungen Jahren. Schauen wir uns doch mal an, wie sich dann Narzissmus später zeigt. Die Anzeichen sind nämlich sehr deutlich. Narzissten haben das extreme Bedürfnis nach Anerkennung. Sie vermitteln, also sie versammeln immer Ja-Sager und Fans und Bewunderer um sich herum. Das ist also das Erste. Sie brauchen immer nur Zustimmung.
Das zweite Merkmal ist, sie beuten andere für ihre Ziele aus, und zwar gnadenlos. Sie manipulieren mit Zuckerbrot und Peitsche. Narzissten, gerade am Anfang, wenn man sie kennenlernt, heben einen hoch auf einen Sockel und vermitteln einem, du bist wunderbar, du bist einzigartig, so eine großartige Frau oder so einen wunderbaren Mann wie dich habe ich noch überhaupt noch nicht kennengelernt. Also sie werden wirklich in den Himmel gehoben. Und aber wenn der Narzisst sie dann erstmal an der Angel hat, dann kommt das Bashing. Dann heißt es, du machst alles falsch, du bist nichts wert, du bist eine Versagerin oder ein Versager. Dann zeigt es sich noch, indem Narzissten ein grandioses Gefühl für die eigene Wichtigkeit, für die eigene Bedeutung oder für das eigene Talent haben. Ich verkneife mir jetzt auf einen der größten aktuell agierenden Narzissten hinzuweisen, der sich für den besten Präsidenten ever hält und das auch wirklich glaubt, nicht nur so vermittelt. Also Narzissten haben ein grandioses Gefühl eben für die eigene Bedeutung, auch wenn das vielleicht gar nicht so gerechtfertigt ist. Dann haben sie auch Fantasien, was sie alles erreichen können an Erfolg. Die große Liebe steht ihnen selbstverständlich zu und Machtgefühle und Reichtum. Also wenn sie wollen, dann wird das alles mit einem Fingerschnippen kommen. Und sie glauben eben einzigartig zu sein und nur auch von besonderen Personen verstanden zu werden. Aber was vielleicht am allerschlimmsten ist, sie zeigen einen Mangel an Empathie. Sie können einfach nicht die Bedürfnisse anderer Menschen erkennen. Es geht immer nur um sie und ihre eigenen Wünsche. Und auch sehr typisch für Narzissten ist, dass sie ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Sie unterscheiden in Freund und Feind. Nach dem Motto, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und entsprechend werten sie ihre Feinde denn auch gnadenlos ab. Auf Kritik reagieren sie äußerst empfindlich. Also meistens wird derjenige oder diejenige, die sie kritisieren, aus ihrem Inner Circle verbannt. Der braucht sich gar nicht mehr sehen zu lassen. Und bei Kränkungen ist auf jeden Fall ganz groß die Rache, das Rachegefühl, die Rachegelüste des Narzissten. Und schlimmstenfalls führt das dann, und das können wir eben öfter mal in Zeitungen lesen, führt das dann tatsächlich auch zum Mord. Und bei jedem Widerstand, den man einem Narzissten, einem echten bösartigen Narzissten zeigt, kommt als Gegenmaßnahme, dass er einen vernichten will. Und traurig ist eben, Narzissten haben gar keine Einsicht in ihre Störung. Das Problem sind nicht sie selber, sie sind doch so großartig, sondern das Problem sind allenfalls die anderen. Deshalb ist es auch wahnsinnig schwer, einen Narzissten in therapeutische Behandlung zu bekommen. Das ist allenfalls dann noch überhaupt im Rahmen des Möglichen, wenn der Narzisst so oft erleben musste, dass seine Partner oder Partnerin ihn verlassen haben oder dass er ständig gekündigt wird durch sein Verhalten, dann kann es sein, dass er vielleicht sagt, na ja, ich sollte mich mal drum kümmern, ob es vielleicht doch an mir liegt. Und wenn Sie Therapeutinnen und Therapeuten fragen, dann werden die Ihnen bestätigen, es ist unglaublich schwer, Narzissten zu heilen. Deshalb, wenn Sie in der Umgebung eines Narzissten sind, dann gilt, rette sich, wer kann. Und wenn das nicht geht, dann sollten Sie zumindest wissen, wie Sie sich bestmöglich verhalten können. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt gerne einige Hinweise für den Umgang mit einem Narzissten oder einer Narzisstin geben, damit Sie entsprechend darauf reagieren können. Mein erster Tipp, erster Ratschlag ist, zeigen Sie keine Angst. Auch wenn Sie vielleicht innerlich zittern, aber zeigen Sie nicht, dass Sie Angst haben. Narzissten riechen förmlich, wenn man sich vor ihnen fürchtet. Und dann schikanieren sie sie ganz besonders. Achten Sie deshalb auf Ihre Körpersprache, damit Sie da keine Ängstlichkeit vermitteln. Halten Sie sich gerade, nehmen Sie Augenkontakt auf und atmen Sie, halten Sie nicht vor lauter Angst die Luft an. Also das ist wichtig. Zeigen Sie einem Narzissten nicht, dass Sie Angst vor ihm haben.
Denn wenn sie dann signalisieren, ich habe keine Angst vor dir oder vor ihnen, dann bekommen sie zumindest eventuell etwas Respekt. Mein zweiter Hinweis ist, bereiten Sie sich auf die Attacken, die mit Sicherheit kommen, vor. Je größer der Selbstzweifel eines Narzissten ist, desto größer, also dieser innere heimliche Selbstzweifel, desto größer ist sein Bedürfnis, andere fertig zu machen. Das sind diese Chefs und diese Chefinnen, die immer so unkontrollierte Wutanfälle kriegen und die dann ihre Mitarbeiter zusammenfalten, dass die nur noch heimlich zur Toilette gehen und sich ausweinen können. Also das wird mit Sicherheit wie das Amen in der Kirche kommen, dass ein Narzisst sie da überfallartig fertig machen will. Deshalb nehmen Sie sich schon vorab vor, gelassen zu bleiben und sachlich zu bleiben. Wenn so ein Angriff auf Sie zukommt, bleiben Sie ganz ruhig und am besten, wenn es möglich ist, beenden Sie das Gespräch. Sagen Sie, das ist im Moment, glaube ich, nicht der Ton, in dem wir miteinander kommunizieren sollten. Oder etwas anders formulierte sachliche Aussage. Und wenn möglich, dann verlassen Sie den Raum, bis sich Ihr narzisstisches Gegenüber beruhigt hat. Mein dritter Hinweis ist, seien Sie klar. Äußern Sie Ihre Wünsche und Forderungen gegenüber einem Narzissten ganz deutlich. Verklausulieren Sie sich nicht, verklausulieren Sie Ihre Forderungen nicht aus Angst vor Ablehnung oder vor einer negativen Reaktion. So nach dem Motto, ich muss da jetzt ganz viel erklären und erläutern und mich entschuldigen, weil sonst werde ich hier gleich wieder fertig gemacht, dass ich so etwas überhaupt verlange. Nein, kurze Sätze, Augenkontakt, was ich schon vorher gesagt habe, und seien Sie ganz klar in Ihrer Diktion. Sie haben das nicht nötig, da irgendetwas sich klein zu machen und zu bitten, sondern Sie können eindeutig sagen, was Sie möchten. Der vierte Hinweis ist, bleiben Sie bei sich. Nehmen Sie die Herabsetzung, die von dem Narzissten auf Sie zukommt, nicht an. Lassen Sie sich bloß nicht zu einer emotionalen Reaktion hinreißen. Ich weiß, das ist nicht einfach, denn Narzissten haben auch so dieses Gespür, wo sie reinpieken müssen, um sie dann auch wirklich zu treffen. Und ich kann Ihnen versichern, darauf wartet die narzisstische Person nur, damit sie sie ins Unrecht setzen kann. Also halten Sie sich, beißen Sie sich auf die Zunge und mal einen Trick, der auch tatsächlich funktioniert, kneifen Sie die Pobacken zusammen, damit Sie sich nicht vor dem Narzissten gehen lassen. Sie können hinterher sich ausweinen, wo Sie möchten, aber geben Sie dem Narzissten nicht die Genugtuung, dass Sie weinen oder dass Sie zittern oder dass Sie überhaupt getroffen sind. Sondern bleiben Sie ruhig und reagieren Sie nicht auf das Fehlverhalten, so wie der Narzisst es erwartet, also weinend oder zitternd oder sich rechtfertigend, sondern bleiben Sie ganz sachlich. Und vielleicht legen Sie sich sogar einen Satz zurecht, mit dem Sie dann auf so etwas reagieren können, zum Beispiel, ich gehe mit dir oder mit Ihnen respektvoll um, bitte tu du oder tun Sie es auch. Das sollte reichen, wenn Sie einfach ganz sachlich bleiben. Mein fünfter Hinweis ist, kritisieren Sie einen Narzissten vorsichtig. Ich vermute mal, dass dieser Rat Ihnen etwas sauer aufstößt und Ihren Widerspruch herausfordert. Ich gebe zu, das klingt so, als ob Sie sich jetzt so anschleimen sollten an einen Narzissten. Aber wenn Sie bei einem Narzissten etwas erreichen wollen, dann gelingt Ihnen das auf diese Weise am besten, nämlich indem Sie ganz dick Lob auftragen, bevor Sie mit der Kritik kommen. Lob kann bei einem Narzissten gar nicht dick genug sein, weil er das eben braucht, wie andere Leute die Luft zum Atmen. Also nehmen Sie es jetzt mal einfach als taktisches Geschick, dass Sie erstmal ganz, ganz dick loben, bevor Sie dann Ihre Kritik äußern. Auf diese Weise haben Sie die beste Chance, dass Ihre Kritik aufgenommen wird. Mit diesen fünf Verhaltensweisen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, haben Sie einen gewissen Schutz vor einem Narzissten. Ich möchte Sie noch mal wiederholen. Das erste, haben Sie keine Angst.
zeigen Sie eine angstfreie Körpersprache. Das zweite ist, bereiten Sie sich vor. Es wird garantiert ein Angriff und ein Ausraster kommen und überlegen Sie sich, wie Sie dann reagieren wollen. Das dritte ist, äußern Sie sich klar und nicht vor lauter Angst und Furcht, es könnte eh abgelehnt werden, zu verklausuliert. Der vierte Rat ist, bleiben Sie bei sich. Und der fünfte Rat ist, seien Sie vorsichtig mit Kritik. Das sind mögliche Formen, Methoden, mit denen Sie einigermaßen gut mit Narzissten umgehen können. Aber sie sind immer noch gefährdet. Also ich mache jetzt hier wirklich das große Warndreieck auf. Sie sind immer noch gefährdet, seelisch und körperlich verletzt zu werden. Und in schlimmen Fällen von Narzissmus, dann kann ich Ihnen nur raten, gehen Sie auf Abstand. Brechen Sie den Kontakt ab. Und wenn Sie etwa durch gemeinsame Kinder oder durch ein gemeinsames Geschäft an diese narzisstische Persönlichkeit gebunden sind, dann lassen Sie den Kontakt möglichst über eine neutral vermittelnde Person laufen. Also bringen Sie sich nicht selber immer ins Spiel. Und vor allen Dingen seien Sie bereit, persönliche Opfer zu bringen, um dem Narzissten oder der Narzisstin zu entkommen. Die sind so gefährlich für ihre Seele, für ihr Seelenleben, für ihre innere Einstellung, dass, wenn irgend möglich, sie sich davon entfernen sollten. Das bedeutet vielleicht praktisch, dass sie bei einem narzisstischen Vorgesetzten, dass sie dem kündigen, damit sie dem nicht mehr ausgesetzt sind. Trennen Sie sich von einem schwer narzisstischen Partner. Ziehen Sie um, wenn es nötig ist. Also ich hoffe, dass ich meine Warnungen sehr deutlich geäußert habe, aber ich hoffe eben auch, dass Ihnen in Ihrem Leben wenig narzisstische Persönlichkeiten begegnen. Ja, vielleicht schreiben Sie mir mal in einem Kommentar, was Sie mit einem narzisstischen Menschen erlebt haben. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Da wird es mit Sicherheit nicht immer um so schwerwiegende Dinge gehen. Und ich werde Ihnen auf jeden Fall gute Tipps auch zu anderen ganz alltäglichen Problemen geben. Alles Gute!